dann wäre es perfekt. Ah, Mann. Aber wir kommen eh schon näher. Und gleich gehört er uns. Jetzt gehört er uns. Dann haben wir das erste Rennen sowieso schon im Sack, weil davon ist nämlich schon das Ziel. Ups. Perfekt. So und nicht anders geht es. So, das werden wir jetzt ein paar Mal fahren müssen, so wie ich mich kenne. Weil man da immer erst die beste Strecke herausfinden muss. Und immer wieder probieren müssen. Ich weiß schon gar nicht mehr, da glaube ich was. Okay, jetzt wird es dann eng, glaube ich. Jawohl, beim ersten Mal. ja, den konntest du sowas von zum Dive hören. Okay, wunderbar, das läuft jetzt diesmal um 200% besser als wir beim letzten Mal. Dann machen wir jetzt das Rennen auch noch. Okay. Irgendwas stimmt mit meiner Vorwärtstaste. Ja, super. Oshido. Warte mal, wann kommt denn da endlich mal die erste Radarfalle? Da unten dann. 314 dürfte mal für den Anfang reichen. Ja. Und da ziehen wir ihn schön sauber ab. Oh, ich wusste gar nicht, dass man da jetzt... Doch, da vorne hätte keine, ich weiß es gar nicht. Ja, 2,57 passt auch. Ups. So, das ist immer eine verzwickte Stelle. Ich hasse die Stelle, Mann. Das würde mich wahrscheinlich... Ja. Um 1 km/h. Super. Da muss ich jetzt bei der letzten ziemlich gut abschneiden. Sonst könnte ich ein Problem bekommen. U86 könnte noch gereicht haben, jawohl. Und dann haben wir ihn. Den Oshi des Jahrtausends. Boah, das sieht schon irgendwie cool aus. Jetzt frage ich mich gerade, wo habe ich meinen Zettel hingetan? Da oben ist er. 54.000, das tut sehr gut. Das tut wirklich sehr, sehr gut. Brauche ich einen Stift. Er liegt immer hinten. Ich hoffe mal, der geht. Kritzi kratzi, ja, er funktioniert.
Okay. Dann überlegen wir mal. Jetzt war er da. Er war schon Ewigkeiten nicht mehr. Seit Platz 12 war er nicht mehr da. Okay. Hier ist er schon mal nicht. Letztes Mal war er. Letztes Mal war er da. Davor war er dreimal hier. Es ist echt verdammt schwierig. Wie ist das, machst du das verkehrt, oder? Yes, Baby! Unsers. Bis jetzt gehen uns nur vier Autos ab. Das ist sehr gut, dass wir den bekommen haben. So, auf geht's zum nächsten Gegner. Ronnie! Der neunmal kluge Wichser. Ronald McCronald. So sieht's aus und nicht anders. Ah, der Rock meldet sich auch mal wieder. Sehr schön. Nummer 4 auf der Blacklist. Oh, ich lasse euch das mal kurz anhören. Ich muss mal kurz weg. Auf der Straße heißt es übrigens, dass Razor den Schwanz vor dir einzieht. Alle wissen, was passiert ist. Aber die Sache zwischen dir und Razor ist allein deine Angelegenheit. Ab jetzt solltest du dich um nichts anderes mehr kümmern. So, bin schon wieder da. Musste kurz an die Tür. Hoffe, es hat es nicht so lange gedauert. Aber damals habe ich mich beeilt. Gut. Richten wir uns den ganzen Scheiß hier wieder zurecht. Und dann geht's weiter. Fahren wir mal schnell so privat sein. Was ist denn mit diesem dreckigen Scheiß Vorwärtsbieter los? Ich glaube, ich muss mal die Ding auch rausbauen. Und dann... Naja. Ja. Gut, erstmal speichern. Ja, bla, kack, weiter. Wagenauswahl. Jetzt sind wir hier schon wieder bei fast 4. Was sind die Korvette? Geht schneller als wie... Okay. Dann würde ich doch sagen. Blacklist 15. Wir machen erstmal die Rennen. Und das machen wir dann mit der Corvette. Und dann gehen wir mit der Dodge auf Kopfgeldjage, weil der Mercedes, den kann ich jetzt mittlerweile nicht mehr ertragen. So, auf geht's. Dann machen wir jetzt nämlich hier noch, bis wir quasi den nächsten Gegner dann gegen ihn fahren können. Und dann geht's rund. Dann sind wir nämlich bald nochmal Top 3. Dass ich da am Anfang immer zu viel schalte, ist der Wahnsinn. Ups. Okay. Neustart. So geht's also nicht. Dann kann ich hier am Anfang wenigstens nochmal ein bisschen... Super. Vorher habe ich am Anfang total scheiße geschalten und dafür... Ey, Mann, ich... Okay, nochmal auf ein neues. Wir haben ja Zeit. Nee, so funktioniert das nicht. Was mache ich denn jetzt falsch wieder? Mann.
Ach komm, jetzt wird's schon langsam echt lächerlich. Ist das geil? Alle haben sich abgeschossen. Oh Mann. Mann. Gib mein Handy. So. Ich würde sagen, dieses Rennen fahren wir mal anders. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Wir begeben uns erstmal auf Sprint. Bevor wir fahren, muss ich mal kurz dazu schreiben. Na. Und weiter geht's. Fortsetzen. Haben wir hier einen perfekten Auspause-Start gewonnen. Wenn wir unten oben rumfahren, wie auch immer, können wir oben rumfahren. Wisst ihr, was ich meine? Ey, es ist echt... Mann, und wenn diese scheiß Wix-Autos dann immer noch in dich reinfahren, es ist egal. Fährst du links vorbei, kurbeln sie irgendwie nach links. Also von ihnen aus gesehen dann nach rechts. Fährst du rechts vorbei, kurbeln sie nach links von ihnen aus gesehen. Es ist jedes Mal die gleiche Rotze hier. Und Fullspeed und die anderen haben sich da unten alle irgendwie verhangen. Sekunden ist nicht viel momentan, aber es dürfte reichen. Mann, ab und zu habe ich echt immer solche scheiß Lexpacks. Lexpikes irgendwie heißen. Und die Straße ist auch recht angenehm. Bisschen viel Verkehr, aber das geht schon. Ein Fahrzeug zu viel. So. Es ist der Wahnsinn, gell? Da denkst dir, ah, komm, fast rechts vorbei. Dann steuerst du zu, ach komm, links wäre doch viel leichter. Und dann, zack, geht's schon nicht mehr. Und was ist denn das schon wieder für eine Scheiße hier?